sei die Funktion f von t dargestellt über die inverse Fourier-Transformation. Dann soll gelten, die Dirac-Delta-Distribution Omega-Strich minus Omega kann geschrieben werden als 1 durch 2 Pi Integral von minus unendlich bis plus unendlich über e hoch i Omega-Strich minus Omega t nach dt. Beweis. Zunächst kann ich die inverse Fourier-Transformation verwenden, nämlich ich beziehe mich auf die Funktion f von t und auf den Parameter Omega-Strich und eine Eigenschaft der Dirac-Distribution erlaubt es mir jetzt, ja, die inverse beziehungsweise die Fourier-Transformation jetzt so zu schreiben, ja, über dieses Integral. Nämlich f von t. So, jetzt für Omega Strich Omega einsetzen, also habe ich hier tatsächlich Omega. Und das ist meine Fourier-Transformation. Nach Definition. E hoch minus i Omega t nach dt. So. Und es gilt für die Fourier-Transformation ja, das ist nichts anderes als f von t kann ich ja wie folgt schreiben über die inverse Fourier-Transformation, nämlich 1 durch 2 Pi Integral von minus unendlich bis plus unendlich über Omega Strich e hoch i Omega Strich t nach d Omega Strich. Omega Strich deshalb an der Stelle, weil wenn wir hier Omega schreiben würden, dann würden sich die beiden ja jetzt im nächsten Schritt wegheben und wir wollen ja eine Beziehung hier zur Dirac-Distribution herstellen. Ja? Also ich brauche Omega Strich. Ja. So. Jetzt stellen wir fest, wir integrieren hier nach Omega Strich und hier haben wir Omega. Also kann ich das Ganze auch erstmal so schreiben. Das ist Integral von minus unendlich bis plus unendlich. Integral von minus unendlich bis plus unendlich. Omega Strich mal e hoch i. Omega Strich minus Omega mal t. Ich habe hier jeweils dieselben Integrationsgrenzen, also kann ich die Differenziale ruhig vertauschen. Jetzt schreibe ich hier nach dt d Omega Strich. So, und das 2π schreibe ich eben hier unter diese komplexe E-Funktion. Ja. Kann ich das hier vor das Integral schreiben, denn das hängt nicht von t ab. Ja? Also steht hier tatsächlich Integral von minus unendlich bis plus unendlich. Integral von minus unendlich bis plus unendlich. Jetzt kann ich 1 durch 2 Pi wieder rausziehen. E hoch i Omega Strich minus Omega nach t. dt, das Ganze kann ich klammern, nach d Omega Strich. So, jetzt haben wir hier ist. Ja, ist die Fourier-Transformation. Aber die Fourier-Transformation, die steht auch hier. Und die kann ich über dieses Integral schreiben. Jetzt kann ich folgern, dass dieses Integral nichts anderes ist als dieses Integral zunächst. Also daraus folgt, das Integral von minus unendlich bis plus unendlich über
Omega Strich, Dirac-Distribution ist Omega Strich, Klammer, Omega Strich minus Omega T dt, Klammer zu, und jetzt kriege ich es nicht mehr hin. Ich möchte es aber noch hinbekommen. So, d Omega Strich, so. 1 durch 2 Pi e hoch i Omega Strich minus Omega T dt. So, jetzt gilt die Gleichheit. Offensichtlich sind die Integrale gleich, bis auf den Unterschied hier. Ja? Also folgt daraus tatsächlich Dirac-Distribution Omega Strich minus Omega ist nichts anderes als 1 durch 2 Pi Integral von minus unendlich bis plus unendlich über e hoch i Omega Strich minus Omega T nach dt. Coole Idee.